Und in diesem Kopf steckt auch ein Gehirn drin. Da setze ich mich auch mit Badehose rein. Da, hier habe ich eine Königin. Morgens in Wiese der Meer. Ein neuer Fall für Gerold Müller, den Ameisenflüsterer. Also hier jetzt genau geradeaus, da ist der Baumstumpf sozusagen. Da sitzen sie drin. Ah ja. Seine kleinen Lieblinge machen mal wieder Ärger. Das will er sich genau ansehen. Sofort herrscht Aufruhr im Ameisenstaat. Ein Feind hat sich dem Nest genähert. Erbittert wird die Kolonie verteidigt. Also jetzt, wenn ich zu lange spritzen die ihre Säure ab und haben alle Arme ausgelöst. Jetzt werden alle mobil hier und gehen in Position, um den Feind jetzt anzugreifen und zu verscheuchen. Die Ameisen können bis zu 20 cm weit ganz gezielt spritzen. Ich habe die jetzt hier auf der Hand und die haben ihre Säure abgesprüht, teilweise wird sie noch gesprüht, das sehe ich und kneife jetzt natürlich mächtig. Aber das stört mich überhaupt nicht. Das kenne ich ja. Ich habe ja manchmal bis zu 1000 Ameisen an meinem Körper. Ein kräftiges Volk. Ihr Nest haben sie um einen alten Eichenstrunk herumgebaut. Gleich nebenan bei Familie Gabels. Also hier ist der Weg, wo die Waldameisen bis zum Haus hingehen. Die klettern hier vorne über den Wall rüber. Und dann haben wir die in der Wäsche, hier im Pflanzbeet. Und die laufen bis rein, bringen sie mit der Wäsche rein. Mark hatte sie an den Klamotten dran, im Kinderbett. Die waren überall, waren die Ameisen. Familie Gachels ist ratlos. Die Waldameisen stehen unter strengem Schutz. Doch Gerold Müller ist Ameisenheger mit gültiger Ausnahmegenehmigung. Er darf die Tiere umsiedeln. Ja, wenn ich das jetzt sehe, so einfach ist die ganze Situation jetzt nicht. Das ist ein Eichenstuben hier. Eine Eichenstuben. Oh, der sehe ich so. Der ist auch ziemlich fest drin. Da werden wir wahrscheinlich mit der Motorsäge sogar ran müssen. Es wird ernst. Über 100.000 Tiere hat diese Kolonie. Ein ganzer Staat muss umziehen. Höchste Alarmstufe bei den Ameisen jetzt. Der Feind ist da, der greift uns an. Wehrt euch. Setzt euch zu Wehr. Eigentlich tut Gerold Müller das seinen kleinen Krabblern nur ungern an. Doch wenn Mensch und Ameise sich nicht vertragen, dann muss es eben sein. So, dann die nächste Tanne. Also nehmen wir auch die neue. Weil ich kann nicht. Der Nestkern, das Herzstück einer jeden Ameisenkolonie, der muss unbedingt mit. Jetzt geht's ans Eingemachte. Mit normalen Mitteln ist hier nichts zu machen. Ja, eine Störung ist es allemal. Aber ich bin ja beruhigt, ich siedle die ja um. Die kommen ja nicht um. Ich versuche ja, die zu retten. Für den Ameisenheger zählt jede einzelne Arbeiterin. So viel Zeit muss einfach sein. Ja, gut. Wie die andere Seite aussieht. Hier, da sieht man jetzt schon. Also hier sind all die Gänge drin, die großen Löcher da drin, da sind auch die Königin drin, da ist die Brut drin. Die Königinnen, die haben sich im Inneren des Strunks in Sicherheit gebracht. Ohne sie gibt es keinen Nachwuchs und das Volk geht ein. Umso wichtiger, dass nichts hier bleibt. Der braucht dann nicht mehr durchsägen, wenn man hier. Ja, wer fährt besser für die Ameisen? Der Nestkern wird vor der Reise besonders gut verpackt. Wunderbar. Ja, den nehme ich da in den Pkw rein.
Jetzt muss Gerold Möller ein neues Zuhause für seine Lieblinge finden. Im Moment ist der 69-Jährige pausenlos unterwegs. Die Tiere sind gerade aus ihrem Winterschlaf erwacht. Seit 35 Jahren siedelt Gerold Möller schon in Ostfriesland Waldameisen um. Sie sind sein Leben, seine große Leidenschaft. Die tun ein Jahr auf wirklich nichts. Die Leute meinen dann immer, die fürchten sich immer wieder. Warum eigentlich? Wenn man die Tiere quält, wenn man da rauftritt oder da reinprügelt in dieses Ameisennest, ja, dann werden sie rebellisch, dann wehren die sich. Das macht ja jeder. Ne, das muss man auch beherzigen. Ne, wenn man das weiß, wie diese Tiere leben, wie sie sich verhalten, was sie können und leisten, dann gibt es gar keine andere Einstellung. Dann muss man dies einfach verstehen. Ich sage immer wieder, aufsaugen mit dem Staubsauger und dann sollen sie die nach draußen bringen. Das ist die beste Möglichkeit. Und nicht gleich alle da tot machen. Das ist für unser einen klingt das furchtbar. Der Hopelser Wald bei Wiesmoor. Hier bekommen die Ameisen ihre neue Heimat. Die Tiere müssen jetzt ein neues Nest bauen. In den ersten Tagen bringt Gerold Möller ihnen regelmäßig Zucker und Honig vorbei. Außerdem hat er einen Nestschutz gebaut gegen Fressfeinde, wie den Maulwurf. Der hat sich also von unten hier an diese nützlichen Tierchen rangemacht. Und eine Ameise nach der anderen aufgefressen, denn im Winter ruhen die ja, rollen sich zu kleinen Klümpchen zusammen. Und da war das leichte Spiel für ihn, diese Tiere dann zu packen. Er hat also einen Schmaus sich daraus gemacht und ist richtig dick und rund geworden, allglatt. Fett ist der Bursche geworden, wir haben ihn ja gesehen hinterher. So hat er sich gemästet und das ging so weit, dass nur noch ein ganz geringer Teil übergeblieben ist. Der Ameisenhäger tut alles, um sie zu schützen. Für ihn sind sie einzigartig. Jeder Hügel ist ein eigener kleiner Staat mit bis zu 1 Million Tieren. Die Arbeiterinnen können das 40-fache ihres Eigengewichts tragen. Sie sind Überlebenskünstler, begabte Architekten. Nächster Fall in Friedeburg bei Elisabeth Kavaletz. Hier haben wir sie. Seit kurzem hat auch sie neue Mitbewohner. Reges Leben. Ich will keine Unruhe machen vorab schon. So, ich habe welche gepackt. Ihr könnt wieder runter. Und jetzt, nun bleibt man so. Ganz kurz. Hier ist auch schön hell, sodass man das ganz gut sehen kann. Ja. Sie hat keine Beborstung im Nacken. Es handelt sich hier um die kahlrückige Waldameise, sprich Formica polectina. Wunderbar, jawohl. 114 Ameisenarten gibt es in Deutschland. Gerold Möller kennt sie alle. Diese hier hat immer viele Königinnen. Noch habe ich keine Königin gesehen. Und die sitzen meist in diesem Kernbereich, wo der Nestkern zu suchen. Der Ameisenhäger fühlt sich wohler, wenn er auch eine Majestät zu Gesicht bekommt, aber die muss man erst mal finden. Wenn die Königin nicht mitkommt, geht das voll kaputt. Wir brauchen einfach König, ne? Da, ja, Leute, da habe ich eine drin hier. Oh, die ist gleich wieder weg hier. Ist in diese sofort rein, damit ich die mitkriege. Ich weiß jetzt, eine Königin habe ich mit. Ein toller Fund. Das Überleben der Kolonie ist gesichert. In der Erde könnten auch noch welche sein. Na, da glänzt was. Da, hier habe ich eine Königin. Hier ist eine. Tatsächlich, ein seltener Anblick. Die haut mir gleich wieder ab. Da habe ich sie hier. Für den Heger ein kleines Juwel. Jetzt nur schnell in Sicherheit bringen. Der Glas ist im weißen Eimer. Manche Königinnen werden bis zu 25 Jahre alt. Hier eine Königin. Ein kleines Honigglas ist das. Ja, wenn hier Königin also fehlt, geht das Volk an. Och,
Ach, ist weg. Schon wieder weg. Doch es hätte schlimmer kommen können. Zum Glück ist sie nicht ins Gras, sondern direkt in die Tonne gefallen. Jetzt ist sie hier drin, die kriege ich ja wieder raus. Die bleibt hier im Staat. Die Königin ist ja hier drin im Behälter. Und am neuen Platz kommt die ja wieder mit raus. Hier kommt jetzt keine mehr weg. Ich kann ihn nachher rummachen. So, das ist mal, stellen wir schon mal zur Seite. Natürlich passiert das, dass mal einige Ameisen beim Herausschaufeln zerquetscht werden. Aber wenn man davon ausgeht, dass alleine der Specht an einem Tag bis zu 3000 Waldameisen frisst, dann ist das, wenn ich hier wirklich mal ein paar hundert wirklich kaputt quetschen sollte, also kein Vergleich. Oh je, die haben aber Gewicht. Ja, Gewicht. Königinnen und Volk sind gut verstaut. Auch sie bekommen ihren neuen Nistplatz in Hopels. In diesem Wald war Gerold Müller lange Zeit Förster. Über 300 Hügel hegt und pflegt er hier regelmäßig. Einige Ameisen haben gewaltige Kolonien errichtet. Auf den ersten Blick herrscht hier das Chaos, doch der Schein trügt. Ameisen leben in perfekt organisierten Staaten. Ob Wächterin, Brutpflegerin oder Jägerin, jedes Tier weiß genau, was es zu tun hat. Das funktioniert jedoch nur, weil Ameisen ein ausgefeiltes Kommunikationsnetz haben. Zur Orientierung tauschen sie laufend Botschaften miteinander aus. Das sind überwiegend chemische Befehle. Also das Abgeben von Duftstoffen veranlasst dann die anderen Ameisen entsprechend tätig zu werden und zu handeln. Und wir haben ja einen duftgelenkten Staat durch die Königin. Das ist schwerpunktmäßig der Duft, den die Königin abgibt. Und damit identifiziert sich das gesamte Ameisenleben in diesem Nest. Ameisen halten sich sogar ihre eigenen Milchkühe, die Lachniden. Sie sitzen auf Bäumen und scheiden einen Zuckersaft aus, den Honigtau. Für die Ameisen ist das die wichtigste Nahrung. Sie haben sogar regelrechte Lachnidenfarmen. Die Ameisen melken den Honigtau ab und bringen ihn ins Nest. Im Gegenzug sorgen sie für den Schutz ihrer Milchkühe. Diese geheimnisvolle Welt liegt Gerold Müller besonders am Herzen. Er will sie erhalten. Die meisten Arten sind heute schon stark gefährdet. Der nächste Morgen. Vorbesichtigung in Apen. Jawohl. Das ist ja sehr schön. Das ist ja ein Donnerwetter, ein starkes. Das ist ein starkes Nest hier. Donnerwetter. Schön. Sehr aktiv sind die. Da will ich mir jetzt mal eine Probe ziehen und will jetzt mal feststellen, um welche Art es sich handelt. Oh, die stechen schon ganz fleißig. Für Familie Jelten lästiges Ungeziefer. Für Gerold Müller auf den ersten Blick eine Besonderheit. Also dieses Exemplar, ja natürlich, also dieses Exemplar, die Beborstung, kann ich jetzt sehen, ich kann mir verändern, jetzt sehe ich sie wieder, die Beborstung. Eindeutig vorne die Beborstung, jawohl. Jawohl, die nehme ich aber noch unter das Binokular. Das will ich nun, weil der Rufer ist 100% wissen. Ich muss tatsächlich schon ganz genau hingucken, um nur diese Beborstung im Nacken zu erkennen. Wahrscheinlich ist es die Formica rufa, die rote Waldameise. Die ist äußerst selten. Und Jelkens haben sogar noch einen zweiten Hügel im Garten. Dann, ja. Ja, die bauen sich hier rein. Das ist ja auch gar nicht so dumm. Da kann kein Vogel ran. Dort sind sie wunderschön geschützt. Und das haben die also auch erkannt. Und die Wärme, die sind ja sehr wärmebedürftig, die Waldameisen. Und hier ist das Holz und da haben sie auch noch zusätzliche Wärme. Ich nehme jetzt für mein Binokular eine Probe mit.
Für eine Umsiedlung muss er es genau wissen, denn diese Art hat meistens nur eine Königin. Das ist nicht mehr Bürger. Ein fantastisches Biotop, was Sie haben. Da bin ich natürlich jetzt, wenn ich überlege, Pararufa, Ungmann, weil das so ein gewagtes Spiel ist mit der Umsiedlung. Nicht? Ob man die nicht belassen. Wie würden Sie denn reagieren? Sie haben vorhin schon mal entsprechend reagiert. Also die wollen hier unbedingt, dass die wegholen. Ja, bloß. Ja. Ah, nee, und die auch nicht. Ja. Und wenn ich dann höre, die Enkelkinder, dass die... Die sagen immer so, nee, ich komme hier nicht wieder. Hier sind nur noch Ameisen. Guck, und ja. Nee, das ist ja, eben das. Ja. Gerold Müller weiß, wenn er einen Staat nicht umsiedelt, greifen geplagte Anwohner auch mal zu härteren Mitteln, wie der Giftspritze. Vor der Umsiedlung will er eine genaue Artenbestimmung vornehmen. Bin wieder zurück. Seine Frau Edda, die muss hier irgendwo sein. Die beiden sehen sich im Moment selten. Oh, war ganz schön anstrengend. War was Besonderes, oder? Nee, war nichts Besonderes. Alles okay, prima. Ja. Das Ameisenzimmer. Hier hat Gerold Müller alles, was er für seine Arbeit braucht. Das Bienenokular zeigt die Krabbler um ein Vielfaches größer. Die Probeameise muss jetzt genauestens auf ihre Beborstung untersucht werden. Das ist eindeutig die rote Wallameise, Formica rufa. Ja, die Umsetzung ist schwierig, die muss da nun weg. Denn wir müssen versuchen, die Königin mitzukriegen. Es kann ja notfalls die polygyne Form sein, okay. Aber wir müssen sehen, dass wir die Königin mitkriegen. Wir müssen uns viel Mühe geben. Doch erst noch die Probeameise, die darf nicht fehlen. Na, du bist ja schnell, du. Komm mal her. So, die tue ich ins Glas, weil ich die wieder mitnehmen kann, ich zu den anderen wieder zusetzen. Da kommst du rein. Willst du? Guck mal, die sind ja so rege hier. So. Ja. Eine halbe Stunde später. Gerold Müller ist schon wieder zurück bei Familie Jägen. Er will den Umzug möglichst schnell hinter sich bringen. Noch ist es morgen. Zu dieser Zeit sind die Ameisen träge und die meisten im Nest. Der Ameisenheger sollte immer so viele Tiere wie nur möglich mitbekommen. Der Nachwuchs. Ihre Brut ist den Waldameisen heilig. Das sind keine Puppen, das sind noch Larven. Also die Puppe, die rührt sich ja weiter nicht, aber in diesem Zustand fressen die noch. Die werden also von den Brutpflegerinnen versorgt, Futter gereicht, geputzt, beleckt und ähnliches. Ich kann jetzt schon vorsichtig mit der Schöppe was machen. Ich will noch mal in, wo haben wir die? Hol ich mir diese mal weg. Ihr seid ja Tücher am Kneifen. Die Krabbler sind doch schon recht munter. Auch wenn die nur mit Gewalt gerade im Gesicht rumfummeln, dann stört einen das schon. Und ich möchte ja auch nicht, dass die in die Nase gehen. Dann habe ich die Handschuhe gleich in der Lunge hängen. Und dann möchte ich auch nicht. Also guck mal an, das kribbelt und wimmelt rund um den Zaun, ne? Ja. Da setze ich mich auch mit Badehose rein. Das ist ja, aber. So, aber ich finde nicht, dass die beiden als Trommelfell marschieren hier. Das wird auch. Das Zentrum des Ameisenstaates. Jetzt ist Eile angesagt. Können wir den hier immer absichern? Ja. Ich halte ihn so fest, klar, wie er ist. Und hier muss ich jemanden um kümmern, damit die nicht wieder rauslaufen jetzt. Hier, im Deckel drauflegen. Aber hier sieht man, weil die Ameisen diesen Pfahl als Nestkern verwendet haben. Ja. Wir haben also Gänge angelegt. Sie haben Gänge angelegt, kann man ja auch deutlich sehen.
wo die Brutgänger auch sind. Und deshalb muss ich sehen, dass ich diesen Fall mitkriege, dass die Königin oder die Königin nennen, die können also hier drin sitzen, was ich schon fast vermute, weil die sich hier alle sammeln. Geschafft. Doch es gibt ja noch den zweiten Hügel. Ja. Tja, und was machen wir hier mit? Ja. Was machen wir hier mit? Also, wie Sie gesagt haben, Herr Müller, können wir das ruhig hier lassen. Wirklich? Ja. Das würde mich freuen, wenn das möglich ist. Und das gerade bei dieser Rufa, weil ich davon ausgehen muss, dass die ja nur eine Königin hat in der Regel. Ja. Wenn Sie das also sagen, aufgrund dessen, dass Sie sich jetzt ausreichend informiert haben. Ein Riesenerfolg für den Ameisenheger. Das Nest ist im hinteren Teil des Gartens. Und da sollen die Tiere auch bleiben. Ein paar Tropfen Lavendelöl helfen Wunder. Das wirkt also so, dass sie stehen bleiben und dann leicht benommen sind und dann drehen sie um und gehen wieder zurück. Dann gehen sie hier nicht rüber. So weiter brauche ich nicht. Das genügt. Das genügt. Das ist so in Ordnung. Und dieses sollte heute Abend noch wiederholt werden. Ja, ja. Und dann morgen auch nochmal. Ja. Morgen Abend und übermorgen auch nochmal. Ein oder zweimal. Und dann wissen die Tiere das. Ja. Das war ein arbeitsreicher Tag heute. Ja, schön. Guck, wie geht's denn? Sieht ja gut aus, wir sind am Einpflanzen. Das Formicarium, ein Terrarium für Waldameisen. Demnächst steht wieder eine Ausstellung an. Da macht auch Edda mit. Ja, das haben wir gemeinsam, haben sie wieder mit angefangen damals. Und ja, dann hat man auch ein bisschen Spaß dran. Mit den Tieren so. Jawohl, man verwächst damit. Ja. Dann macht auch Spaß, wenn man hier vorsteht, dass der Autor Afrika dabei. Wenn hier Kinder reinkommen, auch wenn sie auf Ausstellung sind, die drücken sich hier die Nase platt. So dicht gehen die daran. Nach der Ausstellung kommen die Tiere natürlich wieder in ihr richtiges Nest. Waldameisen haben im Hause Müller schon immer eine große Rolle gespielt. Seit 20 Jahren sind die beiden in der Ameisenschutzwarte Ostfriesland aktiv. Gerold Müller hat sogar einen eigenen Waldameisen-Lehrpfad eingerichtet, den dritten in Deutschland. Und Förster war er ja auch noch. Wenn ich durch den Wald gehe, sehe ich überall Arbeit. Ob das rechts links ist oder geradeaus, wo ich laufe, überall ist irgendetwas. Und wenn ich Besucher führe durch den Wald, dann weise ich darauf hin, da ist das, da ist das. Oder bringe auch mal Tierstimmen, nicht? So wie scherzhaft, unsere Umwelt hier ist bedroht, nur nicht der Kuckuck. Der klebt auf der Kommode, nicht? Dann mache ich beispielsweise den Kuckucksruf mit Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Und wenn er ärgerlich ist, dann überschlägt sich seine Stimme. Dann ruft er Kuckuck, 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 Kuckuck. Und so kann man die Leute dann dafür interessieren. Oder Ringeltauben ruft beispielsweise Kuckuck, 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 Kuckuck. Wir haben ja vier Wildtauben in Deutschland, die kann man denn vorstellen und dann auch dazu gleich den Ruf bringen. Also das kommt natürlich so als Bereicherung zusätzlich bei einer Waldführung bei den Besuchern immer gut an. Der nächste Morgen. Heute wartet auf den Ameisenheger eine besondere Herausforderung. Er muss auf die Insel Spiekeroog. Morgen. Moin. So. Bitte schön. Danke schön. Eine Umsiedlung auf einer Insel, das macht selbst Gerold Müller nicht alle Tage. Und ein bisschen aufgeregt ist er auch.
Es ist ja einmal eine ganz andere Landschaft, als wir es sonst gewohnt sind auf dem Festland. Hier mit dem Schiff auf die Insel und dort auch Waldameisen vorzufinden, ist schon mal besonders interessant. Gerold Müller. Sein ganzes Leben hat er sich um die Natur gekümmert. Und gerade hier an der Küste fühlt er sich ihr besonders verbunden. Auch ein Naturfreund, Ulrich Bauer. Er hat auf der Insel alles vorbereitet. Wir müssen ja noch, den stellen wir am besten senkrecht. Meinen Sie senkrecht? Ja, sonst kriegen wir den Behälter da nicht rein. Ne? Also, ja. So geht dann. Ulrich Bauer weiß so einiges über Waldameisen, aber die Umsiedlung macht er mit Gerold Müller. Schließlich hat der die Ausnahmegenehmigung. Die beiden haben die Umsiedlung lange geplant. In diesem Frühjahr war Ulrich Bauer aber noch nicht hier. Hier, das ist der Haufen. Ja. Das Nest ist leer. Das merke ich schon, da ist kein Leben drin, weil er gar nicht drin geherbert worden ist. Im letzten Herbst waren sie aber hier noch. Sieht aus, als hätte sich das Problem für die Hausbesitzer in Luft aufgelöst. Die können durchaus abgestorben sein, durchaus. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, vermute ich auch nicht. Also zumindest muss man mal eben gucken, wo die sich angesiedelt haben, wenn die umgezogen sind. So schnell gibt der Ameisenhäger seine Lieblinge nicht auf. Kriegt durch den Stamm. Moment, hier, wir haben schon, wir haben es. Hier sind Waldameisen, eindeutig. Und das kann durchaus das Volk von dort gewesen sein, davon gehe ich aus. Doch der Umzug hat den kleinen Krabblern zugesetzt. Der Staat ist schwach und das Nest noch sehr klein. Hier muss der Ameisenhäger mit äußerster Vorsicht vorgehen. Auch das noch. Ein Fressfeind. Hau ab, du kommst hier nicht hin. Verdammt, der macht die, der schimpft jetzt, dass wir ihm die Nahrung wegnehmen. Oh, der Stupi, der ist aber noch zäh. So, ich lege jetzt los und versuche, den Stupi mal wegzureißen. Ob das machbar ist. Jetzt, nicht? Hau, so, oh, das sollte man jetzt hier. Noch ein paar Spatenstiche, dann geht's auf zum neuen Hügel. Ein ruhiges Waldstück auf der Insel. Sein halbes Leben siedelt Gerold Müller schon Waldameisen um. Doch nun sucht er dringend einen Nachfolger. Man wird irgendeine Beschäftigung dann auch immer haben und finden. Man kümmert sich dann mal drum, fährt mal hin, guckt sich hier an und macht hier mal kleine Pflegemaßnahmen, das sowieso. Und ganz aufhören kann man gar nicht, glaube ich. Man hat das Interesse und da wird man sich auch. Das genügt, das ist gut so, da kommen jetzt die Namen rüber, das ist gut. Das Nest ist fertig. Jetzt können auch diese Ameisen wieder zu einer starken Kolonie heranwachsen. Dank Gerold Müller, dem Ameisenflüsterer aus Ostfriesland.